Moinsens, Freunde. Ja, TC ist am Stilldiddle. Und ja, was gibt's heute? Heute gibt's wieder ein Infovideo. Warum denn schon wieder eins? Wir wollen wieder Commentary sehen. Ich muss mich entschuldigen jetzt schon wieder. Ja, ich weiß. Langsam wird's aber, ja, mädchenhaft, ne? Keine Ahnung. Also langsam geht's euch im Sack oder so. Ich weiß, aber ich muss es nochmal tun. Und ich will mich auch nicht nur entschuldigen, ich will mich auch noch gleichzeitig, ich sag mal, einen Tick weit rechtfertigen und einfach nur sagen, warum es so wenig ist und eure Fragen beantworten. Kommen wir mal zum Thema 1. Das ist WZG. Ja, ich glaube, dazu George hat auch schon genug Videos zugemacht, beziehungsweise bin das genug angesprochen. So. Es ist momentan, da kommen wir gleich zur Rechtfertigung, warum momentan so wenig und zur zweiten Frage, warum so wenig hochgeladen wird momentan bei mir und beziehungsweise warum ich so, naja, so selten Videos hochlade. Das liegt daran, dass ich jetzt wirklich die Klausurenphase von der Schule hatte und da musste ich doch ein bisschen was machen und ich habe gleichzeitig, bin ich auch in einem Orchester. Oh, er zockt und kann auch ein Instrument spielen. Halleluja. Halleluja. Nein, Spaß. Okay, jetzt habe ich ja schon wieder gezeigt, dass ich doch unmusikalisch bin. Aber egal, das ist mal nicht das Thema, sondern wo waren wir stehen geblieben? Faden verloren. Super, toll. Gleich mir beim Commentary gezeigt, dass man nichts drauf hat. Nein, jetzt weiß ich es wieder. Also, ich bin gleichzeitig auch noch im Orchester und ich hatte jetzt Proben und wir hatten Konzerte und es hat in dieser Weihnachtszeit ist einfach immer so viel dran, dass ich einfach wirklich kaum Zeit. Ich habe auch überhaupt war gar nicht auf dem Clan-Test. Ich habe gar nicht gezockt, Black Ops 2. Ich bin jetzt wirklich total raus. Also, wenn wir jetzt WZG aufnehmen, dann ja, ne. Also alles mit einer 1er-KD ist für mich Bombe. Auf jeden Fall zu WZG, da wollen wir vor Neujahr vielleicht noch zwei Folgen rausdürfen. Wenn ihr sagt, das sind nur 3 Wochen. Ich erkläre euch, warum. Ich habe in nächster Zeit wieder was vor. Ich heute ist, ich heute, also alles klar. Ne? Schaue ich meinen Kopf gleich selber auf meine Tischplatte. Heute ist der 14.12. Ich fliege morgen um 6 Uhr, also ich fahre morgen erst um 6 Uhr los, aber ich bin ab morgen in New York. Ich war noch niemals da. Wirklich Spaß. Ja, ich fliege nach New York für bis, ne, für bis, also 4 Tage. Weihnachtsshoppen in einer nächstgrößeren Stadt wäre ja langweilig, also machen wir es mal in einer noch größeren Stadt. Und ja, ich fliege nach New York bis Mittwoch, das heißt, da kann ich schon mal kein Video machen. Und danach habe ich dann 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage Zeit, so 6 Tage, da machen dann George und ich, denke ich mal, auf jeden Fall 2, 3 WZG-Aufnahmen. Und dann fahre ich schon wieder in Skiurlaub und dann bin ich da bis zum 4. und am 4. fahre ich, komme ich wieder und steige direkt in den Zug und fahre zu George und dann gibt es da bestimmt die ersten Real-Life-Vlogs, wo ich mich drauf freue, weil ich vorher da bin. Und ja, also insofern, ich habe momentan wirklich, so leid es mir tut, kaum Zeit. Und ja, also wenn ihr, da kommen wir jetzt noch zum nächsten Jahr, wenn ihr Bock habt und ihr sagt, oh, ich habe ein geiles Gameplay, dann bitte, bitte schickt mir das, weil ich habe echt momentan ein, wie sagt man, wirklich einen Mangel, also wirklich. Ich habe keine Ahnung, wo ich sie herkriegen soll. Bin schon kurz. Ich werde auch hier im Hintergrund, weiß ich noch gar nicht, was ich da reinpacken werde. Ich glaube, es wird einfach nur ein Bild sein. Vielleicht ist es auch ein, es ist ein Gameplay. Nein, es wird ein Bild sein. Oder mehrere Bilder. Ich weiß es wirklich nicht. Sorry, Jungs und Leute und Mädels. Und ja, kommen wir noch zum zweiten Punkt, den ich ansprechen wollte. Das ist. Moment, was war's? Richtig, das ist einmal mein Background. Falls ihr auf meinem Kanal seid oder seid, oder sonst geht ihr mal drauf. Und guckt im Hintergrund, da seht ihr links meine coole Schrift. Ich danke mal I Bernardina, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, cooler Mann, Junge, auf jeden Fall. Hat mir das Ding gemacht. Ich bastel mir immer, wenn ich Lust habe, da noch ein paar Figürchen an der Hand. Jetzt habe ich mir eine schlechte Halo ausgestimmt daneben geklatscht. Das werde ich bald nochmal ändern. Also ich werde da jetzt immer ein paar Figuren, vielleicht mal eine GTA 4-Figur da so neben klatschen. Also, aber an sich, der Background an sich finde ich ganz geil. Könnt ihr mir eine Meinung zulassen, was ich da vielleicht für Figuren hinpacken soll? Oder vielleicht, wenn ihr sagt, ah ne, das gefällt uns gar nicht, das mach lieber anders. Dann haut es unten in die Kommentare, das wäre sau nice, weil dann könnte ich das, ja, ich sag mal, umsetzen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Ja, ich habe jetzt, ich guck mal eben, ja, ein paar Abonnenten dazu bekommen und wollte eigentlich ein 300-Abo-Special machen. Und jetzt habe ich 350, das trifft sich eigentlich super gut. Jetzt habe ich jetzt gerade 350, wie ich sehe. Und jetzt, oh, was hat er geplant? Was macht er? Ich habe eine Montage. Ja, ich habe mit meinem Low-Skill, hahaha, witzig, er kann gar nicht spielen. Nein, Spaß. Ich habe BF3, ich glaube, 2 MW3-Clips und sonst Black Ops 2-Clips mal weggegeben. Und die hat ein super geiler Typ, hat die, glaube ich, richtig, richtig geil editiert. Und er hat es, glaube ich, auch fertig. Und ich werde, wenn ich aus New York wiederkomme, das hochladen und das so als kleines Special machen. Ey, da könnte ich richtig drauf freuen. Ich glaube, das knallt richtig. Und er hat mir irgendwann mal beim Anfang die ersten 10 Sekunden oder 14 Sekunden geschickt.
Da war, und er meint, das war überhaupt das Schlechteste, was ich gemacht habe. Das noch überhaupt nicht editiert, keine Effekte drin. Ey, und ich habe diesen Filmclip, ey, ich liebe den jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wenn er die Effekte dazu hat, ey, dann kann ich mir 24/7 ein auf das Ding schrubben. Auf jeden Fall, ich hänge euch das jetzt im Hinter, im Nachhinein, also hinten dran, meinte ich, richtig, das meinte ich, hänge ich euch das Teil dran. Und dann guckt ihr mal und dann bitte sagt, dass das geil ist. Also ich finde das so geil. Und ja, sonst kann ich nur Giorgio zitieren. Ey, wenn ihr das nicht geil findet, was war das? Nehmt euch das Leben oder so. Na, hier, ihr wisst, wie das läuft, der Hase. Wie das läuft, der Hase. Mein Gott, was habe ich denn heute auch wieder getrunken? Nein, Spaß. In diesem Sinne, sorry Jungs, sorry Mädchen, aber es kommt auch bald wieder mehr und ich probiere mich echt zu bessern. Und ja, ich hau euch jetzt die Vorschau-Preview von der Montage dran und ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, bewerten und so ein Gedöns. Ich meine, das muss ich eigentlich nicht sagen, oder? Nee, schneiden wir das raus? Ja, das schneiden wir vielleicht raus. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, haut rein und tsch, tsch, tschö mit.